Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In diesem Video haben die liebe Eliza von InMed Personal und ich, Nina vom Ärztesprech, Ihnen erneut ein Anamnesegespräch aufgenommen. Und zwar haben wir diesmal einen Fall gewählt aus Münster, der Landesärztekammer Westfalen-Lippe. Dieser Fall kam noch vor wenigen Monaten dort als Prüfungsfall in einer FSP dran. Wir wünschen Ihnen wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und viel Erfolg beim Mitschreiben. Mein Name ist Nina Colette und ich bin die diensthabende Ärztin hier heute. Und ich würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Tag. Ja, gerne. Wunderbar. Ich stelle Ihnen jetzt kurz ein paar Fragen zu Ihrer Person und dann kommen wir auch sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden. Wie heißen Sie denn? Rainer Schröder ist mein Name. Rainer mit EI oder AI? Mit AI. Rainer Schröder. Herr Schröder, wann wurden Sie denn geboren? Am 24. Februar. In welchem 67. Okay, das heißt, Sie sind jetzt 53. Richtig, richtig gerechnet, Frau Doktor. Gibt mir größte Mühe. Herr Schröder, wie groß sind Sie denn? Wissen Sie das? Ja, 1,78. 1,78 Meter. Und können Sie mir sagen, wie viel Sie zurzeit wiegen? 86,4 Kilo. 86,4 Kilo. Haben Sie heute Morgen noch auf der Waage gestanden? Ja, ich weiß es so genau. Ich stehe jeden Morgen auf der Waage. Sehr gut, okay. Gut, Herr Schröder, eine kurze Frage noch. Bei wem sind Sie in hausärztlicher Behandlung? Bei Dr. Mailand. Beim Dr. Mailand. Okay, was führt Sie denn zu uns heute? Haben Sie Schmerzen, Beschwerden? Ja, ich hab Schmerzen, starke Schmerzen im Bein seit gestern. Okay. Und ja, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Deswegen bin ich hier hingekommen jetzt, weil es schon, ja, schon auch so aussieht, als wäre es nichts Harmloses, finde ich. Okay, das müssen Sie mir genauer erzählen. Erstmal kurz, welches Bein ist es denn? Links, rechts, beide? Das linke, im linken Bein nur. Das linke Bein, okay. Und Sie sagen jetzt, es sieht irgendwie verdächtig aus. Wonach sieht es denn aus? Ist es geschwollen? Es ist geschwollen, ja, die Wade unten. Ja. Es ist geschwollen und es ist irgendwie auch blau. Okay. Ja. Und heute habe ich schon so gespürt, es fühlt sich auch irgendwie warm an. Es fühlt sich auch warm an, okay, alles klar. Herr Schröder, wie würden Sie denn den Schmerz beschreiben? Erstmal noch kurz vorab, ist der Schmerz auch nur in der Wade oder befindet sich der Schmerz im ganzen Bein? Nur dort, nur in der Wade. Okay, alles klar. Und was ist das für ein Schmerz? Wie würden Sie den beschreiben? Dumpf, drückend, stechend, brennend? Eher dumpf. Eher dumpf, okay. Würde ich sagen, ja. Sie haben ja auch eben schon gesagt, dass das ein starker Schmerz ist. Wenn wir uns jetzt mal eine Schmerzskala vorstellen, wobei 1 ganz leichten Schmerzen entspricht und 10 sehr, sehr starken Schmerzen. Wo würden Sie die Schmerzen auf dieser Schmerzskala einstufen? Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht laufen kann. Ich bin immer noch selbstständig hier hingekommen. Irgendwo mittig, würde ich sagen. 5, 6. Okay, alles klar. Gibt es denn etwas, was die Schmerzen verstärkt oder lindert? Sie haben ja gesagt, Sie können noch laufen. Ja, es geht noch, wobei das tut beim Laufen schon weh. Beim Sitzen tut es eigentlich auch gleich weh, aber wenn ich die Beine so hochlege, dann wird es ein bisschen besser. Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Wenn Sie möchten, nehmen Sie sich gerne den Stuhl neben sich. Dann können Sie Ihr Bein dort auch hochlegen, wenn es das besser ist. Danke sehr, das geht jetzt noch, aber
Danke. Okay, gut. Haben Sie denn irgendwie einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen gefühlt, als Sie spazieren waren oder irgendwie sich körperlich betätigt haben oder ähnliches? Also es ist mir nichts aufgefallen. Ich habe einfach irgendwann den Schmerz gespürt und dann habe ich gesehen, dass es auch so blau ist und geschwollen. Und wie gesagt, dann wurde es auch warm. Und es ist irgendwie auch, es zieht auch so. Und wann genau haben die Schmerzen angefangen? Gestern. Gestern, ganz plötzlich. Ja, schon nach und nach. Also ich habe zuerst was gespürt, aber das ging schon relativ schnell dann. Okay, alles klar. Ja, gut. Haben Sie irgendwelche Medikamente gegen die Schmerzen eingenommen? Nein, noch nicht. Ich war mir gar nicht sicher, was ich nehmen soll. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Internet. Da, Sie kennen es aber auch, liest man alles Mögliche. Und deswegen dachte ich, bevor ich mit Ihnen gesprochen habe, nehme ich mal lieber gar nichts. Ja, Dr. Google, wir kennen ihn alle. Ja, so ist es. Herr Schröder, strahlen die Schmerzen denn noch in eine andere Region, Körperregion aus, wie zum Beispiel der Fuß? Nee, die sind nur in der Wade, die strahlen nicht aus. Okay, sehr gut, das ist ja schon mal prima. Gibt es sonst etwas, was Ihnen aufgefallen ist? Haben Sie Ihre Temperatur gemessen? Fühlen Sie sich etwas fiebrig oder? Haben Sie gemerkt, dass Sie in letzter Zeit etwas erhöhten Puls haben? Also, nee, nichts dergleichen. Fieber habe ich keins. Das habe ich gemessen. Ich bin in letzter Zeit schon ein bisschen müder als sonst, aber ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass es eher an der Arbeit liegt, weil es da schon etwas anstrengender ist in den letzten Wochen und stressiger. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt. Okay, das müssen wir noch herausfinden. Gut, sonst irgendetwas, was Ihnen ad hoc noch einfällt, irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist in Richtung eines körperlichen Empfindens, was eher ungewöhnlich ist für Sie? Nee, sonst nichts Ungewöhnliches. Okay, sollte Ihnen noch was einfallen, können Sie das jederzeit gerne noch hinzufügen. Gibt es denn Vorerkrankungen bei Ihnen in der Vorgeschichte oder auch aktuelle Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, bei mir, ich wurden Krampfadern, also ich habe leider einen Krampfadern. Ja. Bluthochdruck auch. Bluthochdruck, die Krampfadern, in welchem Bein sind die? Links oder rechts? An beiden. Beide Beine. Okay, und seit wann haben Sie die? Seit 5 Jahren ungefähr. Und der Bluthochdruck, seit wann haben Sie den? Das ist auch ungefähr gleich, ich denke so 2014, da ging es los. Okay, gut. Sonst noch etwas, von dem ich wissen sollte? Ja, Sehnenscheidenentzündung wurde bei mir festgestellt vor einem Monat. Herr Schröder, nehmen Sie denn jegliche Medikamente gegen die Erkrankungen oder auch die Sehnscheidentzündung? Ja, ich muss mal überlegen, wie die hießen. Gegen meinen Bluthochdruck nehme ich, das sind so kleine blaue Tabletten. Der Name fällt mir aber jetzt gar nicht ein, muss ich sagen. Tut mir leid, da muss ich nachschauen zu Hause. Das Kann ist sie noch mal gucken. Ich kann auch einfach mal den Dr. Mailand fragen, der wird das ja Ja, er weiß es. wissen. Ah ja, Genau. der weiß es mit Sicherheit, genau. Und gegen die anderen Sachen nehme ich so Salben, also so eine Kortisonsalbe gegen meine Krampfadern. Und Diclofenac-Salbe für die Sehnscheidenentzündung. Okay. Ah, und dann nehme ich auch noch, ich habe oft Verstopfung. Ja. Und wenn es mal schlimmer wird, nehme ich da auch Duiko. Lachs? Ja, so heißt es. Okay.
Kurz noch mal zu den Medikamenten. Wie oft nehmen Sie denn die kleine blaue Pille? Wissen Sie das morgens, mittags, abends? Das nehme ich einmal am Tag. In der Regel nehme ich so von Mittagessen. Okay. Okay. Gut. Und die Kortisonsalbe, tragen Sie die täglich auf? Die trage ich täglich auf, ja. Einmal. Abends, bevor ich ins Bett gehe. Und die Diclofenac-Salbe für die Entzündung wahrscheinlich dann öfter. Genau, das mache ich öfter. Zweimal, dreimal am Tag. Zwei bis dreimal, so wie es mir einfällt, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht so diszipliniert, also wenn ich mal dran denke, aber zweimal am Tag mindestens. Okay, gut. Herr Schröder, sind Sie geimpft? Ja, da muss ich zugeben, ich habe mich schon lange nicht mehr drum gekümmert. Und ich wollte mal, weil es gibt ja, wissen Sie, immer Für- und Gegenmeinungen. Und ich muss mich mal da wirklich informieren, welche Impfungen wirklich sinnvoll sind, welche nicht. Da wollte ich auch mit Herrn Dr. Mailand sprechen darüber. Okay, Weil. ist, dass Sie gegen Tetanus geimpft sind, den Wundstarrkrampf. Genau, über alle anderen können Sie sich gerne noch mal informieren. Tetanus habe ich irgendwann gemacht, aber ich glaube, es müsste vielleicht erneuert werden. Keine Ahnung. Okay, schauen Sie mal nach zu Hause. Ja. Wurden Sie schon einmal operiert, Herr Schröder? Ja, ich wurde schon mal operiert am Handgelenk. Ich hatte einen Bruch im Kahnbein nach einem Fahrradunfall. Was wurde da gemacht? Wissen Sie das? Ja, so eine Platte wurde reingelegt. Und wie lange ist das her? Das ist schon 7 Jahre her. 2013 ist es passiert. 2013, alles klar. Ist denn alles gut verheilt inzwischen? Ja, Super. ist zum Glück alles gut. Perfekt, das freut mich sehr. Gibt es irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, ich habe eine Laktoseintoleranz. Ja. Und eine Allergie gegen Amoxicillin. Amoxicillin. Oder Amoxicillin, ja, so hieß es. Das habe Keine ich drin. Sorge. Wie äußern die sich denn? Können Sie mir das sagen? Ja, bei der Laktose habe ich schon Krummeln im Bauch und dann muss ich mal ganz schnell auf Toilette, wenn ich Milchprodukte esse und auch Schmerzen. Und beim Amoxicillin, da das merke ich an der Haut. Also es verfärbt sich ein bisschen das, und es juckt. Okay. Wird die rot oder blau? Ja, so bunt, also schon so rötlich, rosa-rot. Ja. Manchmal auch ein bisschen. Also Und mal dunkler, mal heller. ja, okay. Gut. Sonst keine weiteren Unverträglichkeiten gegen irgendwelche Medikamente? Nee, sonst nicht, dass ich wüsste. Okay, sehr gut. Wie sieht es denn sonst mit Ihrem körperlichen Befinden aus? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ab und zu eine Verstopfung haben. Wie oft haben Sie die? Das habe ich schon oft. Also ich muss sagen, dass es generell jetzt nicht so mich da im Bauch nicht so gut fühle. Also ich hab oft damit zu kämpfen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie oft. Es fühlt sich einfach immer irgendwie so an, dass ich gar nicht mehr mal auf Toilette gehen kann. Oder seltener ist normal. Okay, vielleicht sollten Sie das auch noch mal mit Ihrem Hausarzt besprechen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das so regelmäßig ist, sollte man das vielleicht doch noch mal untersuchen lassen, ne? Ja, er hatte schon mal auch einen Ultraschall geschaut, und eigentlich war alles in Ordnung. Ich war aber jetzt auch schon lange nicht mehr da. Okay, kümmern Sie sich bitte nochmal drum, Herr Schröder. Das mache ich. Okay, wie sieht es denn aus mit dem Wasserlassen? Haben Sie Probleme beim Urinieren oder ist damit alles in Ordnung? Damit ist Gott sei Dank alles in Ordnung. Sehr schön. Treten bei Ihnen Schüttelfrost oder Nachtschweiß auf? Nee, nur wenn ich die Grippe habe. Aber ansonsten. Na gut. Ihr Appetit, hat sich Ihr Appetit in letzter Zeit verändert? Nee, da ist mir nichts aufgefallen.
Okay, und Ihr Gewicht, hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Nein, das ist beständig. Also mal um ein paar hundert Gramm immer, aber bis ein Kilo oder so am Weihnachten könnte ich auch bis zu zwei, drei zu legen, aber das kriege ich dann schnell wieder in den Griff. Okay, gut. Das freut mich sehr. Sie hatten ja eben schon sowas angedeutet, dass Sie ein bisschen Stress haben. Ist das denn sehr belastend oder ist das jetzt einfach eine Phase, die Sie da durchlaufen? Naja, es ist immer mal wieder. Also je nachdem, wie viel Druck ich gerade habe bei der Arbeit, gibt es immer wieder. In meiner Arbeit ist es so, ich bin Versicherungsmakler und es gibt halt immer wieder Phasen, in denen ich mehr Druck verspüre und dann wird es etwas stressiger. Und jetzt ist so eine Phase seit ein paar Wochen und deswegen. Na gut. Kurz zu Ihren Lebensgewohnheiten, Herr Schröder. Rauchen Sie? Ja, ich rauche. Wie viel und seit wann rauchen Sie schon? Schon länger, schon seit 20, 21 Jahren, 20 Jahren. Und ja, so 10, 12 Zigaretten am Tag. 10 bis 12 Zigaretten am Ja. Tag. Und wie sieht es mit dem Alkoholgenuss aus? Trinken Sie gerne Alkohol? Ja, ich trinke Wein vor allem. So ein Glas Rotwein am Abend. Soll aber gut fürs Herz sein, habe ich gehört. Ja, da gibt es unterschiedliche Studien. Herr Schröder, nehmen Sie sonstige Drogen ein? Nein, um Gottes Willen. Sehr gut. Nein, nein. Wie sieht es denn mit Ihrer körperlichen Aktivität aus? Treiben Sie Sport? Wenn ja, was denn? Ja, ich mache ab und zu mal mit meiner Frau Nordic Walking, aber ansonsten, ja, gehen wir ab und zu mal wandern. Oh, sehr gut. Ja, also Ja. so richtig Sport, aber sonst meiden sind wir mit dem Fahrrad unterwegs, aber jetzt keine regelmäßige Sache. Okay, gut, prima. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen zu Ihrer Familiengeschichte stellen. Und zwar, gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, die hier relevant sein könnten, wie zum Beispiel die Zuckerkrankheit oder auch erhöhter Blutdruck, Herzinfarkte oder vielleicht sogar Krebskrankheiten? Ja, mein Vater hatte einen Bauchinfarkt, ist daran gestorben. Okay, das tut mir leid. Danke. Wann war das? Wie alt war er da? Vor 3 Jahren, er war 70. Okay. Und Ihre Mutter? Meine Mutter lebt noch. Sie hatte eine Hüftgelenksentzündung vor ein paar Tagen, vor ein paar Jahren. Und eine Blutgerinnungsstörung auch. Sonst nichts weiteres. Wissen Sie, was das für eine Blutgerinnungsstörung ist? Ist es zu dünnes Blut oder gerinnt das schnell, zu schnell? Das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Kein Problem. Haben Sie Geschwister, Herr Schröder? Nein, ich bin ein Einzelkind. Okay. Haben Sie Kinder? Ich habe ein Pflegekind mit meiner Frau zusammen. Okay, das heißt keine eigenen Kinder. Keine eigenen Kinder. Gerade haben wir ein Pflegekind bei uns. Ach, schön. Junge oder Mädchen? Ein Mädchen. Ein Mädchen, wie süß. Ein Mädchen. Wie alt ist sie, Ja. wenn ich fragen darf? Ja, sie ist 6. Ach, wie schön. Das ist natürlich auch ein traumhaftes Alter mit den Kiddies. Ja, wir haben schon viel Spaß mit ihr. Ja. Wir wissen natürlich noch nicht, wie lange sie genau bei uns bleibt, aber wir freuen uns über jeden weiteren Tag. Schön. Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen. Herr Schröder, so wie sich das anhört, sind Sie auch verheiratet? Ist das richtig? Ich bin verheiratet, ja. Das ist meine zweite Ehe. Die erste ging auseinander, aber die zweite lief dann doch ganz gut bis jetzt. Sehr schön. Prima, gut. Herr Schröder, ich habe Ihnen soweit auch erstmal alle wichtigen Fragen von meiner Seite gestellt. Fällt Ihnen noch irgendetwas ein, was Sie mir mitteilen möchten?
Nee, das war eigentlich alles. Vielleicht mal eine Frage, wie geht das jetzt weiter? Soll ich hier bleiben noch oder? Also, wir möchten Sie auf jeden Fall erstmal untersuchen, ganz klar. Ich habe jetzt erstmal mündlich alles abgefragt, was für uns wichtig ist. Der nächste Schritt, der jetzt eingeleitet wird, sind natürlich Untersuchungen. Wir werden Sie einmal körperlich untersuchen. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen Blut abnehmen, was wir dann ins Labor schicken. Und nach dem, was Sie so erzählt haben, hört es sich sehr danach an, als hätten Sie einen Verschluss in Ihren Gefäßen im Bein, weswegen wir da wahrscheinlich eine Farbduplexsonographie durchführen. Das ist eine Ultraschallart, wodurch wir dann eben gucken können, in welche Richtung das Blut fließt und somit auch lokalisieren können, wo genau eigentlich die betroffene Stelle in Ihrem Bein ist, die diese Schmerzen auslöst. Ich gehe mal davon aus, dass wir Sie schon auch ein paar Tage hier zur Beobachtung behalten, sollte sich dieser Verdacht erhärten. Wenn Sie jetzt vielleicht doch nur unglücklicherweise einen Muskelriss oder eine Zerrung oder sowas haben, dann eher nicht. Sollte das aber stimmen, dann würden wir Sie schon gerne ein, zwei Tage erstmal hier behalten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Aber kann das sehr gefährlich sein, irgendwie lebensbedrohlich oder ich frage bei einer Heim, was ich gelesen habe. Denkt man manchmal, man stirbt morgen. Also wenn wir es jetzt behandeln, dann ist es eher ungefährlich. Sollte es nicht behandelt werden, dann kann das schon auch gefährlich werden. Deswegen ist das sehr gut, dass Sie auch direkt zu uns ins Krankenhaus gekommen sind. Je schneller wir nämlich mit den nächsten Schritten anfangen, also mit der Behandlung anfangen, desto besser ist das auf jeden Fall. Ah ja, wunderbar. Ja? Okay. Ja, prima, schön. Gut, Herr Schröder, dann würde ich Sie bitten, noch einmal kurz im Wartezimmer Platz zu nehmen. Wir rufen Sie in wenigen Minuten auf, um mit den Untersuchungen anzufangen, ja? Das mache ich. Vielen Dank, Frau Doktor. Gerne, gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und vor allem auch, dass dieses Video wie auch unsere anderen Videos Ihnen helfen. Ich möchte die Möglichkeit jetzt auch nutzen, die Gelegenheit, um Sie einzuladen, auf unserer Seite vorbeizuschauen, auf der neuen Seite von InMed-Personal, wo wir ganz neue Informationen zusammengefasst haben, mit der tollen Unterstützung von der Nina auch, über die medizinische Fachsprachprüfung, über die Approbation, über die Bewerbung, über die Weiterbildung in Deutschland. Schauen Sie mal vorbei und lesen Sie sich durch. Das entwickeln wir auch immer weiter. Sie finden auch ein paar neue Stellen da. Vielleicht ist die eine oder die andere dabei, die Sie interessiert. Und wenn nicht, melden Sie sich gerne. Wir haben auch noch weitere Stellen. Jeden Tag bekommen wir auch neue. Deswegen freue ich mich, wenn Sie mal da vorbeischauen. Jetzt viel Spaß beim Vorbereiten auf die Prüfung und auf die Approbation. Und wenn Sie noch Fragen haben, sind die liebe Nina und ich natürlich für Sie da. Bis zum nächsten Mal.